Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Mark Hagenbeck unterwegs als Mentalist und Gedankenleser heute bei Shoki Banoki Daily. Und wenn ihr wollt, geht ihr mal auf seine Webseite und könnt ihr mal gucken, was für Termine es gibt für seine Show. Ja, aber heute haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Heute am 14. November, das ist Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, die Autorin, ist ja bekannt durch Pippi Langstrumpf, Freunde der Räubertochter, Kalle Blomqvist, Michel aus Lönneberger und. Ganz toll. Ganz tolle Bücher, auch ganz tolle Filme. Super. Ich habe ganz viele Filme von ihr gesehen, beziehungsweise von ihren Büchern gesehen und ein paar Bücher gelesen. Ich glaube, Pippi Langstrumpf. Da sind sehr, sehr viele, bei Pippi Langstrumpf sind sehr, sehr viele, viel mehr Sachen noch, als im Film eigentlich abgebildet werden, zu lesen. Also auf jeden Fall lesenswert und empfehlenswert. Definitiv. Ja. Aber am 14. November haben wir noch ein Geburtstag. Ja, am 14. November 1840, der Claude Monet, der französische Maler, ist da geboren worden. Er ist gestorben am 6. Dezember 1926. Claude Monet. Claude Monet. Und Claude Monet, das erinnert mich wieder an unser Bier des Tages. Geniale Überleitung. Weil das Bier des Tages hat ein Label wie gemalt. Richtig. Verstehst Mensch, du? Verstehst Junge, du? Ich denke, was eine Überleitung hier. Was eine Überleitung. Gläschen. Dann probieren wir es doch mal. Wir machen jetzt von der Schinkels Brauerei, Schinkels Brauhaus in Witzenhausen, das Stoutbier. Stoutbier kann man sich so von der Art und Weise vorstellen, so wie das Guinness. Mhm. Ja. Und ich finde es ziemlich cool. Ich kenne es schon. Okay. Aber das ist heute das Bier des Tages hier. Unser Probiergläschen. Süß, ne? Süß, ja. Unser Probiergläschen. Darf ich mal sehen? Ja, komm. Darfst du natürlich. Mensch. Probier mal, hier. Cooles Label. Skull sagt man ja hier bei Dinner for One. Skull? Ja. Und ich probier mal. Ich finde es geil. Wenn das richtig cool, kühl ist. Oh. Ist echt was Feines. Mm, das schmeckt wirklich gut. Mhm. Also sagen wir jetzt nicht nur so. Wenn es doof wäre, würden wir auch sagen, dass es woher kommt doof das? Ist. Witzenhausen, das ist in der Nähe von Kassel. Und das Geile ist ja Gerstenmalz, lest mal vor, was die Zutaten haben. Hier ist das Knaller, ne? Gerstenmalz, Schokoladenmalz, Hafer, Hopfen, das war's. Schokoladenmalz, darauf wollte ich hinaus. Ja. Boah, lecker. Da löten wir uns noch einen ein heute, würde ich sagen. Da immer, da nehme ich aber eine Kiste von mit, wenn du hast. Nix da, bleibt lecker. Hier. Ey, wirklich gut. Ja, das war unser Bier des Tages und das war der 14. November. Morgen könnt ihr wieder reinschalten, am 15. November, ist ja gut, kriegst gleich was. Am 15. November und dann heißt es wieder Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Ich sag bis dahin Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Ich trinke mir noch einen. Ja, ist ja gut.